Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute The Score mitten ins Herz von L. Kennedy mitgebracht. Das Buch ist der dritte Band einer Reihe, in sich abgeschlossen, aber es macht mehr Sinn, der Reihe nachzulesen, da die Charaktere aus den vorherigen Büchern immer wieder auftauchen. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute The Score mitten ins Herz von L. Kennedy mitgebracht. Das Buch ist der dritte Band einer Reihe und das ist ein Relaunch, also die Reihe ist schon mal erschienen. Ich hatte sie da aber noch nicht gelesen, deswegen ist es für mich jetzt was ganz Neues. Ich finde das Cover wieder sehr schön. Das ist der Rücken. Und für mich super wichtig hier oben die drei, dass ich in der richtigen Reihenfolge lese. Und auf den Klappentext zoome ich euch jetzt wieder ran, damit ich ihn euch vorlesen kann. Bisschen was geht. College-Eishockey-Player Dean bekommt immer, was er will. Zumindest war das bisher so. Denn nach einer gemeinsamen Nacht mit der Studentin Ellie, die seine Welt auf den Kopf gestellt hat, will sie plötzlich nur Freundschaft. Auf dem Eis fühlt sich Dean wohl, in der Friendzone hingegen überhaupt nicht. Er will Ellie um jeden Preis für sich gewinnen. Doch wie soll ein draufgängerischer Eishockeyspieler, der nie um eine Frau kämpfen musste, jemanden von sich überzeugen, dem gerade das Herz gebrochen wurde? Klingt doch interessant, oder? Ach, ich hatte mal wieder so Lust auf so eine College-Reihe. Jetzt zeige ich euch noch den Farbschnitt. Achtung! Wichtig hierbei, das ergibt am Ende ein Gesamtkunstwerk. Also alle Bände nebeneinander ergeben ein Gesamtkunstwerk. Welches das ist, zeige ich euch jetzt. Weil ich keine fancy Sachen wie jetzt einen Fernauslöser habe, muss ich da immer recht schnell sein, bevor das eine Buch umkippt. Also das ist das Gesamtkunstwerk, das am Ende erschaffen wird. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also das sieht im Regal dann richtig fancy aus. Wenn man das so nimmt, schwer. Da gibt es auch hier oben nochmal ein Gesamtkunstwerk. Ja, toll gemacht. Muss man sagen. Also da steckt viel Hirn dahinter. Ich sortiere sie jetzt noch einmal schnell um. Dann seht ihr auch. So. Ah, wenn man sie klassisch ins Regal stellen will, sieht es so aus. So, und jetzt zurück zur eigentlichen Rezension. Schön, oder? Alle beisammen. Sieht doch toll aus. Ja, und ob mich das Buch inhaltlich von sich überzeugen konnte, erfahrt ihr jetzt. Ellie hat sich gerade frisch von ihrem On-Off-Freund getrennt. Dieses Mal dauerhaft. Und muss irgendwo unterkommen, weil sie weiß, dass er bei ihr zu Hause auftauchen und sie bearbeiten wird, damit sie nachgibt. Ihre Mitbewohnerin und Freundin schlägt ihr daraufhin vor, in der WG ihres Freundes zu übernachten. Nicht geplant war dagegen, dass sie mit Dean ins Bett geht und noch viel weniger, dass es nicht bei einem Mal bleiben soll, denn sie geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Und das, obwohl Dean seit Jahren nur an One-Night-Stands interessiert war. Aber das mit den beiden kann nichts werden, oder? Ich fand den beschriebenen Teufelskreis, in dem Ellie steckte, echt krass. Seit dem ersten Semester immer wieder On-Off und Schuldgefühle. Druck, Klammern, Trennung und von vorn. Durch ihre Beschreibung kann man nachvollziehen, warum Ellie immer wieder nachgibt und ihrem Ex jedes Mal eine weitere Chance gibt. Aber genauso merkt man, dass es ihr dieses Mal absolut ernst ist. Dean wird von allen immer nur unterschätzt. Er ist ein Aufreißer mit einem heißen Körper und das ist alles, was die Leute sehen. Dass er verdammt gute Noten und ohne Probleme einen Platz an der juristischen Fakultät von Harvard bekommen hat, geht total unter. Und als dann auch noch sein ehemaliger Coach oder Uni auftaucht und zu seinem neuen Abwehrtrainer wird, nimmt Deans Leben eine Wendung, denn der Coach versucht sein Möglichstes, um ihm das Leben zur Hölle zu machen. Die Sache zwischen Ellie und Dean konnte ich sehr lange nicht wirklich einschätzen. Es ging viel um Sex, sehr viel davon, aber erst spät gehen sie auch eine emotionale Bindung ein. Dadurch fühlte sich das Buch für mich lange oberflächlich an und ich wurde auf Distanz gehalten. Ich habe kein Problem damit, wenn es in einem Buch explizit wird. Hier allerdings war es mir zu viel.
andauernd knutschen die beiden oder sie springen ins Bett. Das ging mir leider irgendwann auf die Nerven. Es war einfach zu viel. Später zeigte das Buch, was es an Tiefgang zu bieten hat. Aber das war auch mit einigem Drama verbunden. Die wichtigen Themen kamen da sehr gut rüber, aber mir kam das alles etwas zu spät. Mir hat das Buch an sich sehr gut gefallen, aber dieses Mal hatte ich auch meine Probleme. Mir waren es zu viele explizite Szenen, die mir irgendwann einfach nur noch auf die Nerven gingen. Die Sache zwischen Eddie und Dean wurde lange darauf reduziert und das macht es echt schwer, mich emotional an sie zu binden. Was mir leider auch erst sehr spät im Buch gelang, als der Tiefgang ausgepackt wurde und die Autorin zeigte, was sie wirklich kann. Es werden teilweise echt heftige Themen behandelt, die einen aus heiterem Himmel treffen. Das war zwar mit etwas viel Drama verbunden, gefiel mir aber trotzdem gut. Insgesamt bekommt das Buch von mir 3 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!